sind hier eben raus. Was soll denn der Scheiß? Meinst du, wir haben nichts anderes zu tun, oder was? Herr Scheibe, Jung ist mein Name. Die Straftat begangen, erneut ein Hausfriedensbruch. Dazu können Sie sich äußern, dazu will ich nicht äußern. Und Sie haben das Recht, bevor Sie sich äußern, einen von Ihnen zu wählenden Verteidiger befragen zu dürfen. Haben Sie das verstanden? Gut. Such mal zur Seite, ich möchte die abtasten, hinstellen an der Wand. Uns verarschen oder was? Ja doch. Nehmen Sie diese Sache mal mit ab. Damit wurde schon mal wieder irgendwie mich als Verbrechen beschuldigt. Mit Ihnen alle. Nee, nein, dann ist schon wieder Schluss. Okay. Kraft probieren, okay? Ja, hör mal her hier, Junge. Ja, ich bin da ein bisschen älter als du und du kannst mir mal Respekt entgegenbringen, ne? Und versauen, den Schwachsinn und so viel Blödsinn. Ich kann ja mit Ihnen da nicht reden, da kommt ja nichts an bei Ihnen. Das ist ja völlig blockiert da oben. Ich glaube, dass jeder Psychiater sowieso... Verlassen Sie am besten die Station, würde ich Ihnen mal empfehlen. Station 3, Brenke. Ja? Ja, natürlich. Der steht hier und belabert uns hier. Stoiber. Ja, alles klar. Versuche Ihnen ja sogar noch Tipps zu geben. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder laufen Sie jetzt aus Zehlendorf weg oder Sie fahren mit dem Bus aus Zehlendorf weg. Sie nicht mehr. Was würde ich niemals machen, wenn ich nicht nur fast entweder oder nicht, fast nicht. Sowas gibt es bei mir nicht. Da kennen Sie mich noch nicht. Aber wir können uns ja gerne mal kennenlernen. Mir hat er das Leben gerettet. Wenn Sie alleine laufen dann nicht und wenn Sie wegbleiben. Auf jetzt. Ich habe was Besseres zu tun, als mich hier ständig um so einen Scheiß zu kümmern, Mann. Wie so ein Kindergarten hin. Dass Ihre Wahrnehmung verzerrt ist, na, ich kann das nicht beurteilen. Wo soll ich denn das wissen? Wollen Sie, dass ich hier die Jacke scheiße ziehe? Wollen Sie das? Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Dann können Sie mich gleich gehen. Willst du Sie jetzt rausziehen? Wollen Sie das? Will immer noch gefesselt werden? Na dann mach deine Arme nach hinten. Ganz friedlich nach hinten. Sie können mich mal am Arsch lecken. Sie verlassen das Gelände.